Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Daily Ali 01. Nach einer langen Zeit machen wir jetzt heute wieder mal ein neues Video bzw. ein neues Rezept aus unserem neuen natürlich auch Rezeptheft, was ich aus der Türkei jetzt habe. Hamurische ve Tatlılar heißt das Ganze. Da sind so ganz leckere Sachen drin. Wir machen heute diesen hier. Und zwar heißt das Ganze auf Türkisch Ballı Bademli Pasta. Auf Deutsch übersetzt ist das so wie Honig-Mandelkuchen. Also ich habe das Rezept schon mal gemacht und es schmeckt irgendwie nach Bienenstich. Nur noch leckerer fand ich persönlich jetzt. Wir brauchen super wenige Zutaten und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu den Zutaten erstmal rüber. Dann zeige ich euch die und dann fangen wir mit unserem Rezept sofort an. So, also für unser Rezept brauchen wir diese Zutaten hier. Ich habe das jetzt mal in zwei geteilt, weil diese Seite ist für den Kuchen, also für den Kuchenteig. Und diese Seite wird dieser Belag von dem Kuchen sein, quasi dieses hier, hier oben mit den Mandeln. Deswegen habe ich das, wie gesagt, in zwei Teile gesplitten und wir fangen mal mit unserem Kuchenteig-Zutaten an. Dafür brauchen wir 200 Gramm Sahne, 150 Gramm Zucker, eine Packung Vanillezucker, eine Packung Backpulver, 230 Gramm Weizenmehl, 4 Eier, eine Prise Salz und Abrieb von einer Zitrone. Dazu muss ich gleich nochmal was sagen. Und für diesen Belag brauchen wir 200 Gramm Butter, 70 Gramm Zucker, 150 Gramm Honig, 200 Gramm gehobelte Mandeln, also diese Mandelblättchen, 200 Gramm und 30 Gramm Milch. Das sind unsere Zutaten, die wir brauchen. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu der Zubereitung rüber. So, also hier sieht man wieder, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und zwar steht im Rezept, man soll die Zitronenschale von einer Zitrone abschälen. Von der Zitrone. Und dann kommt das Ganze mit dem Zucker und diese Zitronenschalen in den Mixtopf und dann wird das Ganze miteinander pulverisiert. Ich habe das jetzt natürlich nicht so gelesen oder ich sag mal, ich habe es überflogen oder dieses von Türkisch auf Deutsch übersetzen, das bringt mich selbst immer durcheinander. Deswegen habe ich die jetzt gerieben, ne, mit einer Reibe, fein gerieben, aber das macht nichts. Wir machen jetzt trotzdem so weiter. Also als erstes sollen wir unseren Backofen erstmal vorheizen und zwar Ober-Unterhitze 175 Grad, das ist ganz wichtig. Also ohne Umluft. Ober-Unterhitze 175 Grad. So, Backofen heizt vor. Dann sollen wir unseren Zucker, wie gesagt, in den Mixtopf geben, die 150 Gramm einmal und unsere Zitronenschale. So. Haben wir drin. Und das Ganze wird jetzt 15 Sekunden auf Stufe 10 miteinander pulverisiert. 15 Sekunden, Stufe 10. So, die 15 Sekunden sind rum. Unser Zucker ist schön pulverisiert mit unserer Zitronenschale. Und das riecht schon mega lecker. Oh Gott, also dieses Rezept ist wirklich wahnsinnig lecker. Schaut euch das mal an. Zucker mit Zitronenschalen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich schiebe das Ganze mal ein bisschen runter von den Mixtopfwänden. Damit das alles nachher schön miteinander vermengt wird und nicht hier oben was noch kleben bleibt. So, das reicht auch schon. Also ungefähr so. Ne? Das, was an den Seiten hängt, ein bisschen runterschieben. So, dann machen wir weiter, indem wir die restlichen Zutaten jetzt zu unserer Zucker- und Zitronenschale-Mischung reingeben. Das heißt, unseren Mehl, die 230 Gramm, Backpulver, ein Tütchen, ein Tütchen Vanillenzucker, eine Prise Salz, nochmal drin, unsere 200 Gramm Sahne, also eine Packung Sahne, und die 4 Eier kommt auch mit rein,
Perfekt. Und das Ganze sollen wir jetzt eine Minute auf Stufe 5 miteinander verrühren. Deckel drauf. Eine Minute, Stufe 5. Die eine Minute ist rum. Unser Teig ist jetzt schön verrührt. Ich zeige das euch auch mal. Es riecht mega lecker. Es wird so ein Sponge Cake. Ne? Das wird so ein ganz fluffiger Teig. Und das gebe ich jetzt. Moment, ich zeige das euch auch mal. Also hier im Rezept steht ein Backofenform in den Maßen 37 x 27 x 4 cm. Ich habe jetzt letztes Mal auch einfach so eine Auflaufform hier genommen. Es funktioniert einfach. Also nimmt einfach irgendeine Form, ob das jetzt rund ist oder rechteckig, oval, das ist vollkommen egal. Hauptsache es ist groß genug, dass der Teig da reinpasst. So, da kommt jetzt mein Teig rein. So, dass du das an den Mixtopfwänden noch hängt, an Zucker bzw. Puderzucker, rühre ich so ein bisschen unter. So, das reicht. Und dann kommt unser Teig einfach hier rein. Ne, schön reingeben. Mixtopf auch auskratzen. Wir wollen hier nichts verschwenden. Also ihr solltet darauf achten, dass ihr nicht ein zu großes Auflaufform nimmt, weil ansonsten wird das Ganze zu flach und das ist dann nicht mehr optisch so schön. Und das wird dann, glaube ich, auch ein bisschen zu hart vom Teig, wenn das zu flach ist. Also das sollte schon ein bisschen an Höhe gewinnen dürfen. So. Das hätten wir. Jetzt Teig schön glatt streichen in der Form. Gleichmäßig, damit an jeder Ecke auch dieselbe Menge an Teig ist. So, das dürfte reichen. Das hätten wir. Und dann kommt das Ganze für, jetzt muss ich nochmal selber gucken, 10 bis 15 Minuten soll das Ganze in den Backofen oder so lange, bis die obere Schicht von dieser Kuchenmasse hier, bis die obere Schicht so eine gewisse Härte gewinnt, dass man auch diese Mandeln nachher schön drüber streichen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also es darf nicht zu weich sein, weil wenn diese Mandelmasse dann nachher da drauf kommt und ihr dann mit einem Spatel das verteilt, darf diese obere Schicht vom Kuchen nicht abgehen oder zerbröseln. So. Das muss also eine gewisse Härte schon erreichen. Also hier steht jetzt 10 bis 15 Minuten. Ich gucke mir das Ganze mal an und sage euch dann nachher, wie lange ich das Ganze im Backofen hatte. So, die Zeit ist jetzt rum. Ich habe meinen Kuchen tatsächlich 5 Minuten länger drin lassen müssen. Dann müsst ihr mal gucken, wie euer Backofen da ist. Also 15 Minuten steht im Rezept. 10 bis 15 Minuten hat jetzt bei mir nicht gereicht. Ich habe das Ganze nochmal 5 Minuten länger drin gelassen. Und jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Ich zeige das euch jetzt auch sofort. So. Also Backofen bitte nicht ausschalten. Weiterhin laufen lassen bei 175 Grad. So sieht mein Kuchen jetzt aus. Es riecht schon mega lecker. Also die obere Schicht ist jetzt hart genug, um nachher die Mandelschicht da drauf zu streichen. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Und in der Zwischenzeit, während das Ganze abkühlt, machen wir jetzt mit unserer oberen Schicht weiter. Mit der Mandel-Honig-Schicht. Dafür nehmt ihr euch euren sauberen Mixtopf wieder, was ihr vorhin gespült habt. Oder so wie jetzt in meinem Fall, wenn ihr einen zweiten Mixtopf habt, nehmt ihr den einfach. Und wo ist mein Buch hier vor mir? So, wir fangen jetzt damit an, die Mandelschicht zuzubereiten. Und zwar sollen wir zuerst unsere Butter, die 200 Gramm Butter, in den Mixtopf geben. Wo ist mein Spatel? So, also 200 Gramm Butter kommt in den Mixtopf. Das habe ich vorher schon abgewogen alles. So. Rein damit. 200 Gramm Butter, unser Zucker, Milch, unsere Mandeln, gehobelten Mandeln, die 200 Gramm kommen auch damit rein und
Unser Honig kommt auch mit zu der Masse. Die 150 Gramm Honig. Auch in den Mixtopf. Also alle Zutaten, die wir für unsere obere Schicht brauchen, kommen hier rein. So. Und das Ganze müssen wir jetzt erstmal 3 Minuten bei 85 Grad Stufe 1 aufkochen. Also 3 Minuten, was ist aufkochen? Erwärmen. 3 Minuten Stufe 1 auf 85 Grad. So, 85 Grad Stufe 1. Genau. Jetzt laufen die letzten 10 Sekunden. Der Thermomix hat eine Temperatur von 80 Grad erreicht. Butter ist komplett geschmolzen, hat sich schön mit den anderen Zutaten vermengt. Die Masse kommt jetzt auf unseren etwas abgekühlten Kuchenteig. Ich zeige das euch mal kurz. Oh, es riecht so toll. Seht mal her. Also die Butter ist komplett jetzt geschmolzen. Honig und die Mandeln haben sich auch schön miteinander vermengt. Ich rühre das mal nochmal kurz um. So. Und dann sollen wir diese Masse einfach auf unserem Kuchen drauf verteilen. So, die restlichen Mandelblätter auch hier rauskratzen. Perfekt. Bisschen verteilen, damit auch überall gleichmäßig von den Mandelblättchen sind. Nicht, dass an einer Stelle zu viel ist und auf der anderen Stelle zu wenig. Also so ein bisschen hin und her verteilen. Und ihr seht, die Form war jetzt perfekt von der Größe. Also nehmt bitte nicht eine zu kleine Form, weil ansonsten besteht die Gefahr, dass ihr dann zu viel von dieser Flüssigkeit habt. Und das Ganze nicht auf euren Kuchen drauf geben könnt. So, das hätten wir. Ich zeige das euch mal, bevor ich das jetzt nochmal in den Ofen gebe. Das Ganze kommt jetzt übrigens nochmal in den Backofen. Nochmal für 10 bis 15 Minuten, bis sich diese Schicht hier karamellisiert, steht hier im Buch. Ich glaube, das wird bei mir wieder ein bisschen länger dauern. Also ich würde mal sagen, 20 bis 25 Minuten. Kommt immer auf den Backofen drauf an. Dann müsst ihr mal gucken, wie euer Backofen da so backt. So sieht das jetzt zumindest aus. Ich gebe das jetzt Ganze nochmal in den Ofen. So. Wie gesagt, die Temperatur bleibt 175 Grad. Rein da. Zumachen. Und wir sehen uns dann gleich mit dem Ergebnis. So, der Kuchen ist fertig. Wir können es jetzt rausholen. Aber die im Heft angegebene 10 bis 15 Minuten, also ich weiß nicht, in was für einem Backofen die das backen, das reicht niemals. Bei mir war das jetzt ganze 30 Minuten im Backofen. Es ist auch ein bisschen übergelaufen. Ich weiß nicht, warum, weshalb das jetzt passiert ist. Das ärgert mich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen. Diese Karamellmasse ist übergelaufen. Gott sei Dank hatte ich so ein Silpat hier drunter, diese Silikonbackmatte. Und ja, ich würde mal sagen, ich nehme euch mal runter und zeige euch mal den Kuchen jetzt. So, also wie man hier ganz gut sehen kann, es ist hier irgendwie übergelaufen. Ich weiß nicht warum, diese Seite ist noch schlimmer. Wie gesagt, Gott sei Dank habe ich dieses Silpat jetzt hier und da bleibt auch nichts drauf kleben. Also achtet bitte darauf, dass ihr eine große Form nimmt, weil es kocht über. Ich weiß nicht warum, es backt über, es kocht über an jeder Ecke, aber es sieht trotzdem super lecker aus. Also ich will jetzt hier am besten reinbeißen. Ihr müsst das jetzt komplett abkühlen lassen und dann kann man das in Stücke schneiden und servieren. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Hier mit den Mandeln, schön karamellisiert. Und ja, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich freue mich darauf. So, also so sieht unser Kuchen jetzt aus, wie ich euch schon eben gezeigt habe. Wie gesagt, ich kenne den Geschmack bereits. Es ist super lecker. Also probiert es bitte unbedingt aus. Ich kann es jetzt leider nicht anschneiden und für euch bzw. mit euch zusammen probieren. Es ist noch viel zu heiß. Diese Karamellmasse muss mindestens 1 bis 2 Stunden aushärten. Also schneidet auch vorher nicht den Kuchen, ansonsten zerstört ihr die komplette Oberfläche. Gebt dem Kuchen Zeit zum Abkühlen und dann könnt ihr es genießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer auf einen Däumchen nach oben, auf einen Kommentar, teilt gerne das Video und besucht mich auf Instagram auf meinem Account daily.adi01. Ja, dann verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis dann, euer Adi.